Ich will herausfinden, wie großzügig die reichsten Menschen der Welt sind und werde deshalb für die nächsten 24 Stunden ohne einen Cent im reichsten Land der Welt überleben. Das ist zumindest der Plan, aber ich habe keine Ahnung, wo dieses Video hier enden wird. Mein Handy ist tot, ich habe nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Fuck my life. Das reichste Land der Welt sind nicht etwa die USA, die Vereinigten Emirate oder die Schweiz. Nein, das reichste Land der Welt ist, zumindest wenn man nach dem Einkommen der Menschen geht, Luxemburg. Die verdienen nämlich im Durchschnitt ganze 114.000 Euro im Jahr. Und das sind runtergerechnet 9.500 Euro pro Monat. Und das ist ja nur der Durchschnitt. Da gibt es wahrscheinlich nochmal einige, die viel, viel mehr verdienen. Ich will in diesem Video jetzt herausfinden, wie großzügig diese reichsten Menschen der Welt sind und im besten Fall beweisen, dass man komplett ohne Geld in irgendein Land reisen kann. Denn wenn es im teuersten Land der Welt geht, dann wird es ja wahrscheinlich auch in einem günstigeren Land gehen. Ich werde dafür kein Bargeld, keine Kreditkarte, keine Survival-Ausrüstung und auch nicht meine Reichweite nutzen, sondern ich werde es wirklich komplett ohne alles versuchen. Die 24 Stunden beginnen ab jetzt. Belastend ist schon mal, dass ich meinen ganzen Stuff mit mir nehmen muss. Normalerweise würde ich das halt einfach alles im Hostel lassen oder irgendwo abschließen, aber das darf ich natürlich oder kann ich natürlich nicht ohne Geld machen. Deshalb werde ich das alles mit mir nehmen. Mal, hier sieht es doch eigentlich ganz schön aus. Also ich erzähle jetzt mal kurz meinen Plan. Ich denke, ich sollte mich als erstes so um die Grundbedürfnisse kümmern. Also es ist ein bisschen wie so ein Survival-Format. Ich sollte erstmal dafür sorgen, dass ich einen warmen Schlafplatz heute Abend habe und dann im besten Fall noch was zu trinken und was zu essen bekomme. Und ein Bonus zum Schluss wäre natürlich, wenn ich heute noch ein bisschen was von der Stadt sehe. Ich habe jetzt hier mal kurz bei Airbnb geschaut, was hier die günstigste Unterkunft kosten würde. Und das wären 46 Euro pro Nacht. Das werde ich natürlich nicht bekommen ohne Geld. Aber ich muss jetzt im Prinzip eine Person finden, die mir so eine Unterkunft im Wert von 46 Euro oder einfach ein Sofa für diese Nacht zur Verfügung stellen kann, und zwar umsonst. Also ich werde dazu jetzt einfach einen Beitrag bei Couchsurfing, bei Jodel, bei Tinder und bei allen anderen Plattformen, die mir noch einfallen, machen, und dann werde ich natürlich auch noch Leute im Park ansprechen und dann hoffe ich mal, dass irgendeine von diesen Methoden funktionieren wird. Was schreibt man denn in Tinder-Profil, wenn man eine Couch sucht, aber nichts Sexuelles will? Okay, ich habe jetzt wirklich jede Menge Leute angefragt. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Ich würde sagen, während wir auf die ganzen Antworten warten, schauen wir uns einfach ein bisschen in der Stadt um und versuchen, einen Park zu finden, wo ich vielleicht noch die eine oder andere Person in echt fragen kann, weil ich glaube, dass ich da ein bisschen bessere Chancen habe, als wenn ich das irgendwie versuche, über Social Media zu machen. Let's go. Die gesamte Stadt ist einfach wie so eine riesige Burg. Es sieht einfach insane geil aus. Im letzten Video, als ich in Amsterdam war, habe ich einen Luxemburger getroffen und der meinte zu mir, Luxemburg ist wunderschön, solange man Geld hat. Aber man muss viele, viele Treppen steigen. Also laut Google Maps sollte jetzt hier ein wunderschöner Park sein. Naja, habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen suchen. Also hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist so ein Geländer, da scheint man irgendwie hochzukommen. Ich würde sagen, ich probiere es mal. Das ist echt steil, ne? Jetzt kommen wir natürlich auf Brennnesseln. Ich habe meinen verdammten Rucksack auf. Alter. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder runter... Scheiße, ich habe es verloren. Ob ich hier jemals wieder runterkomme, hey. War keine gute Idee. I did it! Selbst wenn ich hier irgendwie eine Unterkunft finde, ich würde so gerne einfach den Rucksack ablegen, weil es so nervig ist, den die ganze Zeit rumzuschleppen. Alter. Ich habe da wirklich alles drin im Rucksack. Ich habe noch ein bisschen Wasser übrig. Ich habe leider heute nicht mehr als 500 Milliliter mitnehmen können, weil einfach keine größere Flasche unter den Wasserhahn gepasst hat. Die ist ungefähr noch halb voll. Wenn die leer ist, habe ich ein Problem. Also ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich jetzt hier ein paar Jugendliche in meinem Alter finde und die mir eine Couch oder zumindest was zu essen oder zu trinken geben können. Aber hier ist halt echt keine Sau, außer die paar Bauarbeiter. Also frage ich die jetzt. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ich muss hier irgendwie erstmal auf das Gelände kommen. Excuse me? Do you have like something to drink? Water or something? Yeah, just water. Thank you anyway, bye. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Wie es aussieht, ist da drüben ein Skatepark. Da sind auch einige junge Leute. Ich versuche jetzt da nochmal nachzufragen. Do you maybe have like a couch or something where I could sleep? We come from Belgium. Also, so you don't living here? Do you need your water? Yes. Ah, okay. Merci beaucoup. Oh mein Gott, das war so unangenehm. So, dann will ich doch jetzt mal testen, was die mir hier für feinstes Wasser abgefüllt haben. Ja, schmeckt wie Leitungswasser. Nice. Also, guckt mal hier, Leute. Das ist direkt unter der Brücke. Hier sieht es eigentlich schon relativ comfy aus. Ich habe meine Ansprüche ganz schön runtergeschraubt. Und noch mehr Treppen. Ich liebe es.
Also bei Couchsurfing haben bis jetzt zwei Leute reagiert, die haben aber beide leider abgesagt. Also ich merke es gerade richtig, ich habe richtig Hunger. Ich muss jetzt irgendjemand finden, der mir was zu essen ausgibt. Oh Mann, ich will heute echt nicht ohne Essen überleben, da habe ich keinen Bock drauf. Okay, drück mir die Daumen, dass ich irgendjemand finde. Boah, mein Magen, ich schwör's euch, ne? Ich würde so gerne jetzt was essen. Und noch eine Brücke, unter der ich schlafen könnte. Leute, es ist zu dreist, in ein Restaurant zu gehen und zu fragen, ob man irgendwas umsonst bekommen kann. Wahrscheinlich schon, aber ich mach's trotzdem, weil ich habe echt Hunger. Do you think it's possible that I get anything, it doesn't matter what, for free, just food? No? Okay, thank you anyway. Es sieht bis jetzt gerade echt richtig schlecht aus. Ich habe keine Unterkunft bis jetzt gefunden. Also wenn es so weitergeht, dann werde ich heute mir echt eine Brücke suchen müssen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass hier irgendwie gerade keine jungen Leute sind und die Leute, die hier sind, die müssen halt alle arbeiten. Ich habe aber noch eine Idee und zwar werde ich jetzt versuchen, irgendwie zu der Universität in Luxemburg zu kommen und hoffe, dass da ein paar jüngere Leute sind, die vielleicht down dafür sind, mir eine Couch zu geben. Ich habe im letzten Video in Amsterdam jemanden kennengelernt, der aus Luxemburg kommt und er hat mir erzählt, dass in gesamt Luxemburg der gesamte öffentliche Nahverkehr kostenlos ist, was einfach nur insane geil ist. Das heißt, ich muss keine Dreiviertelstunde laufen, sondern kann mit dem Bus fahren. Ich hoffe mal, das stimmt auch. Dann könnte sich Deutschland echt mal ein Beispiel nehmen. So, und hier sollte jetzt eigentlich irgendwo eine Uni sein. Die da hinten sehen so aus, als wären die Studenten. Ich frag die mal. Excuse me? I want to ask you if you have any food or something for me or even a couch. We had the exams here. Ah, okay. So we don't have food because we... You're not allowed to. Just came, yeah. And how was the exam? Was good? Hope it's good. We will see. First, I would recommend you go here. I just thought that maybe here are some students and... Yeah, they are all in holiday. Okay, shit. So, verdammt, jetzt fahre ich den ganzen Scheißweg wieder zurück, weil ich natürlich nicht dran gedacht habe, dass hier gerade Ferien sind. Ich bin jetzt hier in irgendeinem Stadtpark angekommen. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ich habe immer noch unglaublich viel Hunger und hoffe, dass ich jetzt hier irgendjemand finde. Ich will wenigstens was essen. Leute, kommt schon. Ich schwöre es euch, es ist so unangenehm, fremde Leute nach Essen oder danach zu fragen, dass man bei denen schlafen kann. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Excuse me? Yeah? I'm filming a YouTube video where I try to survive 24 hours in Luxembourg without any money. I want to ask you if you have some food or anything for me. I literally just ate my lunch. I'm so No. I'm no. Okay, no problem. And I want to ask you if you have like a couch or something where I could sleep. We don't live here, so are you not from here? No, I'm not from here. Okay, no problem. Get some bed and sleep there. Maybe I have to do it. It's pretty sure there ain't no thieves. Have you done it before? No. Goodbye. Okay, bye. Goodbye. Have a great day. Thank you. Thank you. Bye. Excuse me. Sorry. I'm filming a YouTube video. I just want to ask you if you have some food or anything for me because I didn't eat since yesterday evening. No. You can take a little bit. Yes, it's okay. Yes, sorry. Thank you so much. Okay, thank you so much. Bye. Bye. Oh mein Gott. Es war so unangenehm, aber immerhin, ich habe jetzt wenigstens ein bisschen was im Bauch. Ich wollte jetzt nicht alles wegessen. Ich habe auf jeden Fall ganz grob meinen Hunger gestillt und ich glaube, die beiden ein bisschen sehr stark verwirrt. Mein Wasser ist jetzt auch schon wieder fast alle. Es ist echt nicht so einfach, wie ich dachte. Alle haben irgendwie abgesagt. Bei Couchsurfing gibt es bis jetzt leider keine neuen Nachrichten. Und bei Tinder auch nicht wirklich so richtig. Nachdem ich wirklich gefühlt jeden in dem Park ohne Erfolg nach einer Unterkunft gefragt habe, habe ich mich dazu entschieden, erstmal wieder in die Stadt zu gehen. So langsam muss ich jetzt auch mal auf Toilette. Ich werde jetzt einfach versuchen, hier in irgendeinen Fastfood-Laden reinzukommen und aufs Klo zu gehen. Ich hoffe, dass es niemandem auffällt, dass ich da jetzt nichts bestellen kann. Eine Toilette scheint es hier leider nicht zu geben, aber ich habe da so eine Idee. Es sieht ein bisschen ranzig aus, weil das jetzt irgendwie verschiedene Sachen gemischt sind, aber ich hoffe mal, dass es schmeckt. Schmeckt eigentlich wie Sprite, sieht nur seltsam aus. Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit den Becher rumtragen, deswegen versuche ich das jetzt einfach wieder in meine Flasche zu füllen. Könnte ich eigentlich fast nochmal holen.
Also ist ungefähr bis hierhin gefüllt, damit sollte ich erstmal die nächsten Stunden hinkommen. Das nächste Problem ist, dass mein Handy-Akku langsam den Geist aufgibt. Also ich habe noch 30% Akku. Es sind aber noch 18 Stunden, die ich hier ohne Geld überleben muss. Das heißt, ich sollte jetzt langsam mal das Handy aufladen. Das Problem ist, ich habe auch eine Powerbank dabei, aber ich habe dummerweise vergessen, meine Kamera-Akku zu laden. Und die habe ich jetzt in der Zeit währenddessen mit der Powerbank geladen und jetzt ist die Powerbank leer. Also muss ich versuchen, jetzt irgendwo eine Steckdose zu finden, wo ich mein Handy laden kann. Ich würde sagen, weil ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe, gehe ich jetzt einfach nochmal in den Burger King rein. Dann sieht es auch so aus, als hätte ich da was zu trinken bestellt. Und schau einfach mal, ob ich da eine Steckdose finde. Und ich kann sogar noch eine Powerbank laden. Cheers. Ich konnte also da sogar noch aufs Klo gehen und konnte damit zumindest fürs Erste erstmal alle Grundbedürfnisse essen, trinken und aufs Klo gehen stillen. Das größte Problem hatte ich aber natürlich noch. Ich hatte nach wie vor keine Unterkunft für die Nacht. Und hier sind wir wieder. Ich könnte mir eigentlich direkt schon mal ein Lager für die Nacht aufschlagen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass es noch was wird. So, hier unter dem Baum sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus, oder? Ich denke, da kann man im schlimmsten Fall heute Nacht schlafen. Ich habe auch mal geschaut. Ich glaube, es wären heute so 9 Grad nachts, also es würde wahrscheinlich sogar gehen. Ich habe jetzt halt nicht viel mit. Ich würde es natürlich trotzdem gern vermeiden und lieber einen richtigen Schlafplatz haben. Zu dem Punkt war ich wirklich total niedergeschlagen und war schon kurz davor, das Projekt einfach abzubrechen, weil ich keinen Schlafplatz gefunden habe und auch nicht mehr richtig wusste, was ich machen soll. Aber manchmal ist es halt so, dass man erst 100 Versuche braucht, es nie klappt, man nicht weiß, was man tun soll und dann, wie aus dem Nichts, kommt auf einmal die Rettung. Und bei mir war das eine Gruppe Jugendlicher, die mich mit der Kamera gesehen hat. Also haben wir uns kurz unterhalten und schließlich haben sie entschieden, mir bei meiner Challenge zu helfen. Wir können dir etwas bezahlen. Das habe ich aber natürlich abgelehnt, weil das viel zu viel gewesen wäre und ich will ja auch eigentlich komplett ohne Geld auskommen und nicht, dass mir einfach jemand anders ein Hotel bucht. Also haben wir weiter überlegt, hatten einige sehr verrückte Ideen und haben da so ein paar Pläne gespielt. Zum Beispiel war die Idee, dass ich doch meine Reichweite nutze und zu irgendeinem Hotel gehe und die davon überzeuge, dass ich, wenn ich das Hotel vor der Kamera zeige, dort einen kostenlosen Schlafplatz bekomme. Das wollte ich ja wegen der Reichweite nicht. Deswegen war noch die Idee, dass ich ins Schulgebäude einbreche, weil gerade Ferien bei denen sind. Und da könnte ich ja entspannt schlafen, weil ja sowieso gerade niemand da ist und das Schulgebäude ist an sich eigentlich offen. Das hätte aber natürlich Probleme geben können und ich hatte jetzt auch keine Lust, in Luxemburg ins Gefängnis zu gehen. Und die dritte und offensichtlichste Variante wäre natürlich gewesen, dass ich einfach mit bei jemandem von denen zu Hause auf dem Sofa pennen kann, wenn die mir sowieso schon helfen. Da aber alle von den Jugendlichen noch bei ihren Eltern gewohnt haben und die das halt nicht wollten, mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Ich hätte natürlich auch in den kostenlosen Zügen schlafen können. Letztendlich habe ich aber keine der Ideen zu 100% überzeugt und nach vielem Hin und Her kam Isa, einer von den Leuten, auf eine wirklich phänomenale Idee und wir haben einen absolut verrückten Plan geschmiedet. Jo! An der Stelle muss ich das Video leider unterbrechen, weil einfach nicht alles in das Video reingepasst hat. Es wäre sonst viel zu lang geworden. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich weiß, es ist echt ein fieser Cliffhanger. Bitte nehmt es mir nicht übel. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ich bin raus, by the way.